Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Burgbau- und Burgverteidigungsfreunde, zu Castle Story. Ja, wir sind immer noch groß am Auffüllen. Von der Seite hier. Bis wir dann auf die andere Seite gehen. Und hier oben machen meine Brickfords schon wieder Sauerei. Sauerei weggeräumt. Gut. Und ihr nehmt wirklich lieber die Treppe hier, als hier hoch und hier runter zu gehen. Und lächelt das Ganze wieder wie ein Schweizer Käse, ey. Wenigstens gehen die Füllarbeiten hier unten voran. Ja, nachher bin ich froh, wenn die Seite aufgefüllt ist. Die andere Seite ist ja noch ein bisschen kleiner gefühlt. Also es ging auf jeden Fall schneller, hier die Schicht hier reinzupacken, als hier drüben überhaupt was reinzupacken. So, der füllt hier oben auch langsam. Doch. Ja, drei Fuhren. Wenn er da gefüllt, dann können wir die nächste Reihe bearbeiten. Die hier haben noch ein gutes Stück zum Füllen. Wird hier oben anständig gearbeitet oder liegen wieder ein Haufen Felsen rum? Nein, der läuft nur gegen die Wand. Ah, jetzt nimmt er die Treppe. Ja, manche rennen einfach da hoch und runter. Echt putzig. Na, lassen wir sie rennen. Später brauche ich dann noch jemanden, der hier die ganzen Bäume losmacht. So gut es geht. Und dann fängt das Holz hier rüber zu transportieren. Und hier mal ein bisschen aufräumt. Das die sieht doch voll unordentlich aus mit den zwei Brettern hier.
Hier können wir, glaube ich, jetzt. Na. Das war jetzt zu viel. Na gut. Das war zu niedrig. Das hat die richtige Höhe. Das ist aber wieder die Ecke auf Doom. Du kommst jetzt nirgendwo mehr hin. Das finde ich supi. Was mache ich jetzt mit dir? Ich krieg dich da nicht hoch, nicht raus. Nein, ich so hätte ich das gern. So. Nee. Dann macht man da oben halt. So bringe ich dich nämlich nur zum Auffüllen. Ja, und kannst ruhig da ein bisschen was abtragen. So, und jetzt kannst du wieder da unten arbeiten. Und den können wir abreißen.
Ja, irgendwann wird's doof und nervig. Genauso wie das hier. Die Hälfte ist hier schon wieder weg. Bin mal gespannt, ob hier auch wieder dann die Treppe wegbricht, wenn wir eins tiefer gegraben haben. Wenigstens füllt der hier anständig auf. Ja, hier wird ganz leise befüllt. Mal gucken, wie wir die letzten Felder dann gefüllt kriegen. Unsere Steinvorräte scheinen ja immer noch nicht mehr zu werden.
das ist jetzt mal wieder Togo. So, machen wir das so. Erst einmal als nächsten Schritt. Dass wir dann alle von dem Flatten hier zu dem Flatten hier rüber schicken können. Also ich kann das Flatten vielleicht verschieben. Bis hierher. Ja. Machen wir es so. Na, guckt mal einer an, die sind auch schon fast wieder runter auf zwei Ebenen noch. So, mal gucken, wie viel hat der hier noch? Ah, ein bisschen hat er noch. Dann kommt halt der lustige Teil. Wie gesagt, ich hätte hier gern zwei Steuerungen gehabt, dass man das Flatten und Racen ausschalten könnte. Sodass nur erhöht oder erniedrigt wird. Also dass nur in dem Fall hier das Gelbe halt verschwindet. Naja, wir müssen gucken, wie wir mit dem, was wir haben, klarkommen. Hier drüben ist es ja danach ja nicht ganz so schlimm. Außer bei dem Loch hier vielleicht. Das wird noch viel Arbeit sein, das Ganze auf eine Ebene zu bringen. Gut, nachher das Abtragen, wenn unsere Steinlager voll sind, geht schnell. Dann sagen wir einfach, baut nichts ab und sie hacken nur das Zeug weg und es verschwindet im Nirvana.